Was ist das hier? Ein Verwahrbuch. Hier ist 1 Kilo Marihuana eingetragen worden, ohne Zuweisung. Das ist ja wohl eine Schlamperei. Ist Ihre Handschrift? Ja, das erklärt die Sache natürlich. Sind Sie der Notfall? Sind Sie von der Haustechnik? Nee, von der Beschaffungsstelle. Ist ja auch egal. Hauptsache, Sie haben die Gardinen. Wunderbar, Herr damit. Dankeschön. Aufhängen kann ich Sie aber nicht. Wir freuen uns und bedanken uns ganz herzlich. Danke, 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 danke. Und tschüss. Henning, ich brauche eine Leiter. Oh, die müssen wir aber erst beantragen. Nee, die haben wir. Man wird nicht Chef, um geliebt zu werden. Sie müssen es ja wissen. Ja, ich sollte mir auch einen reichen Mann angeln. Damit bin ich ja schon mal aus dem Rennen. Sogar noch vor dem Startschuss. Oh, noch ein Albtraum. Ausgeträumt, Herr Mattis. Der Dienst ruft. Ja, ich rufe zurück. Kennt ihr den? Treffen sich zwei Beamte auf dem Büroflur, sagt der eine zum anderen. Na, kannst du auch nicht einschlafen. Kenn ich. Kommt mir auch bekannt vor. Weiß gar nicht, wann du den das erste Mal erzählt hast. Kommt ein Ehepaar zum Scheidungsanwalt, beide über 90, sagt der Anwalt. Scheidung? In ihrem Alter? Sagt der Mann. Wir wollten warten, bis die Kinder tot sind. Also den fand ich gut. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Er ist süß, dann pappig und am Ende sein schlecht. Das ist Charlie Siemen. Ah. Siemen. Steiner. Ein S mehr und ich wäre Millionär. Ah, Siesmen. Nee. Und du hast mich ins Bett gelegt? Ganz vorsichtig. War sonst noch was? Lass mich nachdenken. Ich hab dir die Schuhe ausgezogen. Aber mehr war nicht. Wenn, dann könntest du dich dran erinnern. Oh, Macho. Intaktes Selbstbewusstsein. Ja,